Sie sind hier, 17. Oktober 2018, 0.03 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Antoine Griezmann besiegelte mit einem Doppelpack die 6. DFB-Niederlage in diesem Jahr. Urheberrecht Getty Images. Antoine Griezmann schockt das DFB-Team mit seinem Doppelpack. Frankreichs Stürmerstar sorgt damit für einen Negativrekord für die deutsche Nationalmannschaft. Trotz einer deutlichen Reaktion auf das 0:3 in den Niederlanden musste die deutsche Nationalmannschaft mit dem 1:2 in Frankreich die nächste Niederlage hinnehmen. Es war im laufenden Kalenderjahr 2018 bereits die 6. Pleite für das DFB-Team. Damit stellte das Team von Bundestrainer Joachim Löw einen Negativrekord auf. Bisher waren die 5 Niederlagen vor 33 Jahren die schlechteste Jahresbilanz. Zudem kassierte das DFB-Team mit den beiden Pleiten in den vergangenen beiden Nations League-Partien erstmals seit dem Jahr 2002 Pflichtspielniederlagen in Folge. Anzeige: Sichern Sie sich jetzt das neue DFB-Trikot. Hier geht es zum Shop. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr.